Hallo, hier ist der Ralf von Wisdom Keepers. In der heutigen zweiten Folge möchte ich dir erklären, wie du es schaffst, dein Selbstwertgefühl zu steigern. Ja, wie schaffst du dein Selbstwertgefühl zu steigern? Ja, da wäre der erste Punkt, dass du erstmal lernst, dich so anzunehmen, wie du wirklich bist. Mit all den Ecken und Kanten, denn viele Menschen, die definieren sich oft über das, was sie haben, über das, was sie tun oder ja, wie sie sein wollen, aber nicht, wie sie sind. Das heißt also, viele Menschen verlieren sich oft in einer Rolle, die sie spielen, also die sie gar nicht wirklich selber sind. Also sie spielen eine Rolle oder tragen eine Maske während des Alltages oder definieren sich dadurch, dass sie sagen, ja, ich tue ja was oder ich habe was, also bin ich wertvoll. Und darum geht es hier gar nicht. Hier geht es wirklich darum, sich so anzunehmen, wie man ist. Und es ist völlig in Ordnung. Du musst nicht gut sein, nur du selbst sein. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt. Dass du lernst, deine Erwartungen, die du an dich selbst hast oder auch an Projekte hast, lernst auch herunterzuschrauben. Dass du auch lernst, Fehler einzukalkulieren, einzuplanen, wie du auch damit umgehst, dass du da entspannt mit dir selber in dieser Situation umgehst, nicht perfekt sein zu müssen und natürlich auch Geduld mit dir selbst zu haben. Ganz wichtig. Denn viele haben ein gutes Potenzial, fangen aber viele Dinge nicht an, weil sie für sich selber zu hohe Erwartungen haben und einen zu hohen Anspruch. Okay. Gut, dritter Punkt. Dass du lernst, deine Gedanken zu beobachten und in dieser Verbindung, auch wenn dir auffällt, während des Alltages, dass du dich selbst kritisierst, dass du lernst, auf diesen inneren Bewerter, auf diesen inneren Kritiker nicht mehr zu hören, dass du ihn Stück für Stück ignorierst und ausschaltest. Das kannst du damit tun, dass wenn dir auffällt, zum Beispiel diese Selbstverurteilung, die dann passiert, ich bin schlecht, warum habe ich nicht aufgepasst oder was auch immer, was dann kommt. Das ist immer diese innere Stimme, dass wenn dir das auffällt, dass du merkst, okay, stopp, das ist ja meistens schon vorher dann schon ausgesprochen, innerlich zumindest, dass du einfach nochmal wie auf Zurückspulen machst und sagst, nein, das ist völlig in Ordnung, der Fehler kann passieren und beim nächsten Mal machst du es besser. Es war nicht so schlimm, wie auch immer was. Dass du mit dir selber so umgehst, wie wenn du mit einem kleinen Kind sprichst. Ganz wichtig, sanft mit dir selber umzugehen in dieser Situation. Okay. Vierter Punkt. Dass du lernst, die Verantwortung in deinem Leben komplett zu übernehmen. Das kann dir einen enormen Push für dein Selbstwertgefühl geben. Denn in der Verbindung geht es darum, dass wenn du die Verantwortung übernimmst, dass du dich selber für wichtig empfindest, deine Ziele, deine Werte im Leben auch zu vertreten und dafür dich auch ja, einzusetzen und diese Zeiten, die für dich wichtig sind, dir auch zu nehmen. Das bedeutet für mich immer dieser gesunde Egoismus, den man dadurch dann eben hat. Das heißt, wenn es dir selber gut geht, dann kannst du auch anderen Menschen helfen. Wenn es dir selber schlecht geht, wie willst du dann noch anderen Menschen helfen? Und da ist es ganz wichtig, dass man da den anderen Mitmenschen was vorlebt, dass das Leben, das dir wichtig ist, dass du das Stück für Stück auch umsetzen kannst. Natürlich bleibt dann auch irgendwo Zeit übrig, wo du anderen Menschen helfen kannst. Aber nicht so weit, weil ich habe das schon oft beobachtet, dass Menschen sich nur für die Ziele anderer verwenden lassen und dann sich wundern, warum zu wenig Zeit für sich selber übrig bleibt oder dass sie sich selber oft nicht so wertvoll empfinden. Das ist ja ganz klar, wenn sie für die Ziele anderer arbeiten, in welcher Form auch immer, oder ihre Zeit, ich sage jetzt auch wirklich, verschwenden für andere. Man lernt ja oft, man muss gut sein für die Familie, für Freunde und so weiter und so fort. Und dann bleibt man auf der Strecke oft, dass man hier lernt, nicht auf die anderen zu hören, sondern auch lernt, auf sich selber zu hören, sich selber für wichtig empfindet, die Entscheidung zu treffen. Und natürlich dann auch, die Verantwortung für seinen physischen Körper zu übernehmen. Denn wenn du in einem gesunden Körper lebst, dann schaffst du auch, deine Ziele überhaupt zu erreichen oder auch eine Partnerschaft zu bekommen. Wenn du ungepflegt oder nicht fit bist, wie willst du dann das erreichen, was du dir wünschst? Das geht nicht.
Also von daher ist es wichtig, dein Potenzial ist eng verknüpft mit deinem physischen Körper, den auch zu pflegen, also die Verantwortung dazu übernehmen, dir das auch für wichtig empfindest. Fünfter Punkt. Dass du lernst, deine Wünsche dir auch zu gönnen. Und da fällt mir eine Geschichte ein, die ich erlebt habe, als ich als Trainer gearbeitet habe. Hatte ich einen Rentner betreut und dieser Rentner, der ist seit kurzem in Rente, hat mir erzählt, ja, er hat als Autoverkäufer gearbeitet und jetzt endlich, das war sein Traum sein Leben lang, endlich das größte Auto in diesem Autohaus zu besitzen. Das hat er sich dann auch gekauft und es war bei ihm in der Garage gestanden. Ich habe gesagt, ja, ist ja toll, ist ja super. Hast du es endlich geschafft? Sagt er, nee, nee, da gibt es das Problem. Ich traue mich da nicht reinzusetzen, denn ich fühle mich nicht wertvoll genug, da in diesem Auto zu fahren. Und also da wusste ich nicht, was ich sagen soll, denn ich habe mir nur gedacht, wenn du ein Leben lang dir nichts gönnst oder dich selber immer zurückstellst, wie willst du das dann, wenn du älter bist, erreichen? Du bist so darauf konditioniert und geschult, dass du nur noch dich zurückstellen kannst. Du kannst nicht mehr auf Knopfdruck dich einfach als wertvoll empfinden. Das ist ein Leben lang schon so eingeschliffen. Und deswegen ist es für dich wichtig, dass du dir auch lernst, Wünsche zu gönnen. Das ist ganz wichtig, denn ich habe auch Dinge erlebt, die zum Beispiel wo wir in ein neues Haus gezogen sind, das ich mir zwar vorher auch visualisiert hatte, das hat auch funktioniert, aber als ich dort war und dort gelebt habe, dann habe ich erstmal bemerkt, dass es mir einen enormen Push für mein Selbstwertgefühl gegeben hat, um weiterzugehen. Das kann eben auch passieren, dass die Entscheidung, dir was zu gönnen, dir einen enormen Push nochmal gibt, weiter in die Richtung zu gehen. Ja? Also es ist nicht nur, dass man sagt, ich gönne mir was zum Vergnügen, sondern ich gönne mir was auch, um zu wachsen, um mein Selbstwertgefühl zu steigern. Und deswegen erachte ich das als sehr wichtigen Punkt. Ja, und der letzte Punkt ist, dass du dich zurückerinnerst, wer du wirklich bist. Dass du dich erinnerst, dass du mehr als nur der physische Körper bist. Dass du ein Lichtwesen bist, ein spirituelles Wesen, das hier auf die Erde gekommen ist, um eine menschliche Erfahrung zu sammeln. Das ist jetzt meine Meinung. Und ich habe das selber erlebt, dass mir das sehr viel geben kann und deswegen an der Stelle möchte ich das dir auch weitergeben. Und zwar in einer Lebensphase, in der ich wirklich alles verloren habe. Also ich habe meinen Job verloren. Ich habe meine Freundin zu der Zeit hat mit mir Schluss gemacht. Also dadurch musste ich auch aus der Wohnung raus. Also alles, mein ganzes Leben, wie es zu der Zeit eben war, ist komplett weggebrochen. Und zu der Zeit hatte ich mich sehr viel mit Meditation befasst und hatte für mich eine Meditationstechnik entdeckt, die darum geht, sich zurückzuerinnern, woher man kommt. Wir kommen alle aus dem Licht und gehen wieder zurück ins Licht. Und diese Meditation ist die sogenannte Lichtmeditation. Die kann ich in einer späteren Episode dir auch nochmal zeigen. Und also diese Meditation hat mir so viel gebracht, dass ich dieses Gefühl von wertvoll sein so reinlassen konnte, dass egal wer mir im Außen was sagt, das hat mich gar nicht mehr berührt. Und das ist der Grund, warum ich sage, das ist so enorm wichtig, dass man diesen Wert, wenn man den inneren Wert irgendwo mal gespürt hat, dann ist es egal, was im Außen passiert oder relativ egal, was im Außen passiert, weil man ist nicht mehr abhängig davon. Und das ist das Entscheidende, dass man sich Stück für Stück nicht mehr abhängig vom Außen macht, dass es zwar ganz schön und nett ist, klar, aber tief in deinem Innersten, dass du einfach deinen eigenen Wert erkennst und diese Rückverbindung einfach wieder aktivierst. Das war das zum Thema Selbstwert steigern. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Der erste Punkt ist, dass du dich selber annimmst, so wie du bist, mit allen Ecken und Kanten. Zweiter Punkt ist, dass du deine Erwartungen runterschraubst und Geduld mit dir selber hast. Dritter Punkt, dass du
Lernst deine Gedanken zu beobachten und dich nicht mehr zu kritisieren. Vierter Punkt, dass du lernst, deine Verantwortung für dich und deinen Körper zu übernehmen. Fünfter Punkt, dass du lernst, auch deine Wünsche dir selbst zu gönnen, dich erfüllen lässt. Und der letzte Punkt, dass du dich letztendlich zurückerinnerst an dem, der du wirklich bist. An den Wert, der du wirklich bist. Ja. Vielen Dank. Ich hoffe, es waren ein paar Anregungen dabei und ich wünsche dir noch viel Erfolg auf deinem weiteren Lebensweg. Danke. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, klicke einfach auf eins dieser Videos. Du kannst auch Wisdom Keepers abonnieren, dann bekommst du weiterhin wertvolle Tipps, Anregungen und Inspirationen für deinen weiteren Lebensweg. Danke und bis bald.